Heute gibt es den zweiten Teil der Schulter-Impingement Masterplan-Serie. Wir kümmern uns um die Mobilisation der und Aufrichtung der Brustwirbelsäule. Viel Spaß dabei. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Luke Brandenburg, Medical Fitness Trainer und herzlich willkommen zum Schulter-Impingement Masterplan Video 2. Heute geht es um die Mobilisierung der Brustwirbelsäule. Wenn du dich jetzt fragst, Brustwirbelsäule, was hat das mit meinen Schulterschmerzen zu tun? Schau dir unbedingt nochmal das erste Video an, wo ich genau diese Zusammenhänge erkläre, dass die Brustwirbelsäule nichts anderes ist als die Basis fürs Schulterblatt und somit für euer Glenohumeralgelenk, euer Schultergelenk eben. Und was wir heute machen wollen, Brustwirbelsäule mobilisieren, dazu müssen wir natürlich erstmal wissen, ja, was hat die Brustwirbelsäule für Funktion? Ja, was die für natürliche Funktionen aufweist. Das ist zum einen, und darüber sprechen wir heute, eine Flexion, ja, das heißt eine Krümmung und eine Extension. Und dazu werden wir im weiteren Verlauf dieser Videoserie noch kommen, auch die Rotation spielt eine große Rolle. Aber wir werden jetzt mal bei der Flexion und Extension bleiben, weil eine gute Aufrichtung, also Extension nennt man das, die Voraussetzung für eine gute Rotation ist. Und man tendiert halt zu dieser komprimierten Schonhaltung des Rundrückens. Dazu habe ich auch mal ein Video gemacht. Rundrücken, was ist das? Da gibt es übrigens auch schon eine Videoreihe hier auf dem Kanal zu, wie man den beseitigt. Den könnt ihr euch auch ansehen. Da kommen prinzipiell die gleichen Techniken vor, die ich jetzt euch zeige. Ich werde mich heute allerdings auf zwei Hauptmuskeln beschränken, die meiner Erfahrung nach so den Haupt Impact haben, ja, die großen Muskeln müssen zuerst mobilisiert werden. Man möchte eigentlich meinen, ne, das ist auch so, die Brustwirbelsäule, die wird vor allen Dingen von den Rückenstreckern aufgerichtet, da kommen wir gleich auch noch zu, aber die wird vor allen Dingen von eurem großen Brustmuskel, blende ich hier ein, und eurem Rectus Abdominis in diese Beugung gezogen. Ja, wenn man nämlich mal diese Faserverläufe der beiden Muskeln vergleicht, in einem Video habe ich mir die auch mal aufgemalt, dann stellt man fest, okay, die meisten Fasern des Pectorales, also des großen Brustmuskels, gehen in die des Rectus Abdominis über. Und wenn die halt verkürzen, umgangssprachlich, tonisch werden, ja, dann könnt ihr euch ja einfach vorstellen, der Körper merkt sich so ein bisschen diese Haltung und die nicht mehr richtig loslassen, dann habe ich vor allen Dingen erstmal Schwierigkeiten, mich hier überhaupt in diese Aufrichtung zu begeben. Das heißt, was wir machen sollten, wir sollten als erstes die vorderseitige Muskulatur tatsächlich lösen, um auf der Rückseite des Körpers hier eine bessere Aufrichtung zu ermöglichen. So, was ihr für die zwei Mobilisationen braucht, das ist einmal ein Lacrosse-Ball oder Blackroll-Ball und einmal eine Faszienrolle, in dem Fall hier eben auch die Blackroll. Das ist so das Standard-Equipment, das braucht ihr auch für alle folgenden Videos, womit ihr auf jeden Fall die kommenden Wochen sehr, sehr viel arbeiten solltet. Ich empfehle darüber hinaus, gerade für die beiden Übungen jetzt, wenn ihr das wollt, das ist jetzt kein Must-Have, das macht die ganze Sache aber auch ein bisschen effektiver, gerade wenn ihr eine sehr unbewegliche Brustwirbelsäule habt, solltet ihr jetzt feststellen, ey, das klappt bei mir eigentlich schon sehr, sehr gut, dann könnt ihr natürlich die Übung auch weglassen bzw. reduzieren, wie man da einen richtigen Trainingsplan um seine Schwächen drumherum aufbaut, dazu folgt auch noch ein Video in dieser Reihe. Lange Rede, kurzer Sinn. Ihr solltet, ich empfehle hier ein Yoga-Rad, das ist hier von Dittmann, das hat auch nochmal einen Kostenpunkt von 30, 35 Euro. Und ein sehr, sehr gutes Tool, das ist der Saracen. Das ist ein Selbstmassage-Tool, sieht so ein bisschen aus wie ein Kleiderbügel. Damit kommt man aber auch sehr effektiv später an seine Körperrückseite und an Stellen, mit denen man mit dem Ball auf Anhieb manchmal nicht so gut vordringen kann. Wie gesagt, kein Must-Have. Zusätzliche Tools, die ich empfehle. So, was wir als erstes machen wollen, ist den Rectus Abdominis, aka den Sixpack, mobilisieren. Und hier ist vor allen Dingen wichtig, an einer Einrundung des oberen Rückens, das heißt vor allen Dingen sind die oberen Fasern beteiligt. Das heißt, ich muss hier gar nicht so weit unten mobilisieren, sondern vor allen Dingen hier oben unter meinem Rippenbogen. Das ist wichtig, dass ihr nicht genau in der Mitte mobilisiert. Hier gibt es einen Knochenfortsatz, der ist relativ spitz.
Da sollte man halt keinen großen Druck draufbringen, sondern wirklich hier ein Stück jeweils zur Seite gehen, hier in dem Fall nach rechts, unter den Rippenbogen. Ne? Fühlt da mal rein, da könnt ihr wirklich unter den Rippenbogen auch mit den Fingern greifen. Wenn das schon unangenehm für euch ist, keine Angst, ihr macht da nichts kaputt, ihr habt einfach nur eine muskuläre Verspannung, ja, die wir ja genau jetzt auch lösen wollen. Ne? Wenn dieser Muskel halt stark angespannt ist, ja, dann reagiert er auf Druck. Und diese Reaktion auf Druck, die ist meistens unangenehm, tut weh, schmerzt. Und wenn das der Fall ist, dann keine Panik kriegen, sondern hier bin ich an der richtigen Stelle unterwegs. Ja? Relativ einfach, was ihr macht, ihr sucht euch halt diesen Punkt, setzt den Ball an und dann macht ihr eigentlich auch nichts anderes, als euch auf den Ball drauflegen. Ja? Hier ist wirklich wichtig, schön zu entspannen, das heißt, ihr liegt auf dem Bauch flach am Boden. Hier könnte natürlich schon mal sein, wenn ihr jetzt ein Schulterproblem habt, ein akutes, ja, dann müsst ihr hier den toten Fisch wahrscheinlich machen, was aber auch nicht so schlimm ist. Und dann lasst ihr den Ball halt wirklich ins Gewebe einsinken und atmet tief über die Brust ein und aus. Ja, was ihr dann nach 30 Sekunden bis 60 Sekunden merken solltet, dass dieses anfangs sehr unangenehme Gefühl sich auflöst, zumindest ich sag mal einige Nuancen erträglicher wird. Und dann hat sich dieser Rectus Abdominis, in dem Fall hier auf meiner linken Seite, schon gelöst. Ja, dann geht er natürlich rüber auf die andere Seite. Mit dem Serracane sieht das etwas anders aus. Da legt ihr euch nämlich auf den Rücken. Ja, nehmt euch dann hier die Kugel und drückt dann auch genau an dem gleichen Punkt eben mit euren Armen ins Gewebe rein. Der Vorteil hier ist, ihr könnt halt auch noch ein bisschen mit dem Vektor rumspielen. Ich ziehe dann schon mal nach schräg oben rein. Ja? Das entspannt dann zusätzlich auch noch das Zwerchfell ein bisschen, hilft dann später bei einer tieferen Einatmung. Wie gesagt, kein Must-Have, aber ein Nice-to-Have. Link findet ihr natürlich in der Videobeschreibung dazu. So, nächste Technik, der Brustmuskel. Ja, da mache ich mal kurz mit dem Serracane weiter. Schaut euch dazu auch mal die anatomische Lage des Muskels an, Pectoralis Major. Das ist immer ganz gut, auch als Laie zu wissen, wo liegt der ungefähr, bin ich dann hier noch richtig. Der große Brustmuskel ist eigentlich von eurem Schlüsselbein, hier von eurem Schulterkopfgelenk. Und hier an der Achselfalte sozusagen limitiert. Das Drüsengewebe würde ich aussparen, das heißt, ich würde hier oben in diesem Streifen halt mobilisieren. Mit dem Serracane ganz, ganz einfach. Ihr könnt einfach, auch hier habt ihr so einen kleinen Flow, könnt ihr einfach direkt oben ansetzen und dann an diesen Punkten weitermachen. Gleiches Spiel, tief einatmen, ausatmen, 30 bis 60 Sekunden warten, bis sich der Triggerpunkt gelöst hat. Mit dem Lacrosse-Ball sieht das Ganze ein bisschen anders aus, da nehmt ihr am besten einen Türrahmen. So, wir stellen uns jetzt mal kurz vor, dass das hier unser Türrahmen ist. Wir nehmen den Lacrosse-Ball und jetzt ist wichtig, Brustmuskel ruhig global mobilisieren. Macht daraus keine Raketenwissenschaft. Ich habe hier auf dem Kanal auch mehrere Videos noch, wie triggert man richtig. Ja, da gibt es natürlich ein paar Details, die zu beachten sind, aber grobe Sache, ja. Schmerzhaften Punkt suchen, da wo es euch am meisten wehtut, so dass es natürlich noch erträglich ist. Den Punkt fixieren, ja, das heißt, ihr sucht, fixiert den Punkt, drückt drauf und dann atmet ihr locker über die Brust ein und aus. Hierbei könnt ihr auch noch so eine lokomotivartige Bewegung mit eurem Arm machen, das heißt strecken und hinter den Körper ziehen, ja, wie so eine Dampflok halt, beziehungsweise wie die Räder der Dampflok, ihr wisst, was ich meine. Und warten, bis sich der Punkt löst. Davon macht ihr 2 bis 3 Punkte, also ca. 2 bis 3 Minuten pro Seite. Und dann habt ihr auch schon eure Körpervorderseite gelöst. So, was wir jetzt natürlich final brauchen, ist die Aktivierung der Brustwirbelsäule. Ja? Und da muss man sich wirklich mal ganz klar machen, was
kann die Brustwirbelsäule. Das heißt, wir spannen hier wirklich mal ein bisschen den Bauch an. Zum Thema TVA-Ansprache gibt es hier auch ein ausführlicheres Video auf dem YouTube-Kanal, zwei Stück sogar. Transversus Abdominis ist hier das Stichwort. Das heißt, vereinfacht jetzt mal, ich ziehe den Bauchnabel rein, spanne etwas mit dem Bauch nach, ja, und dann arbeite ich wirklich nur hier an der Aufrichtung der Brustwirbelsäule, also des Segments von hier bis hier. Ja. Und ihr seht auch bei mir, das ist nicht so beweglich. Das ist eine kleine Bewegung. Wichtig ist, dass ihr später hier auch für meines Logos sozusagen die Aktivierung von, also eine Kontraktion merkt. Das ist dann der untere Trapez bzw. die Rückenstrecker. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Zielmuskulatur, wo wir wirklich alles dran setzen sollten, die zu aktivieren. Ich weiß, dass es sehr, sehr schwer ist, auch aus eigener Erfahrung tatsächlich. Aber ich stelle euch hier jetzt einfach auch einige Tricks vor, wie ihr das könnt. Zu dieser Aktivierung werden in Zukunft bei Interesse, bei Nachfrage auch noch Videos kommen. Ja, und wie gesagt, schaut euch dazu auch gerne noch die anderen Videos zum Thema Rundrücken aufrichten auf diesem YouTube-Kanal an. Auch hier eine wichtige Übung ist das Üben der Extension mit der Black Hole. Das heißt hier, das wird immer oft falsch verstanden, ich roll gar nicht den oberen Rücken, ja, so wie man das vielleicht mal irgendwo gesehen hat, sondern die Rolle, die ist für mich eigentlich wirklich nur ein Hebel. Ja, das heißt, das kann auch alles andere sein, wenn ihr irgendwas in der Größe habt, was rund ist, dann nutzt das gerne. Es kann auch ein bisschen größer im Durchmesser sein. Wie gesagt, Yoga-Rad komme ich gleich auch noch kurz zu. Ja, und dann macht ihr Folgendes, ja, dann spannt ihr euren Bauch an. Ja, das heißt, ich will nämlich nicht so eine Bewegung hier gleich haben. Ja, das ist nicht die Brustwirbelsäule, sondern vor allem der Unterrücken. Nein, hier halte ich die Spannung, ich umarme mich selber, weil ich will auch nicht meine Schulterblätter bewegen. Ja, und dann wickle ich mich oben die Rolle. Das ist die Bewegung. Ja. Wenn es knackt, dann ist das ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ja, da verschieben sich so ein paar Wirbel. Ich sage mal, da renken sich ein paar Wirbel wieder ein. Ja, weil da könnt ihr auch dran erkennen, oh, das habe ich lange nicht mehr gemacht. Und das ist schon ein sehr, sehr positives und übrigens auch sehr angenehmes Zeichen. Ja. Und das Ganze macht ihr wirklich so ein paar Mal. Ja, immer 3 bis 5 Mal pro Wirbel. Und dann geht ihr wirklich so ein Stück runter, ja, also ein Wirbel nach unten. Ob das jetzt wirklich eine Wirbellänge ist oder nicht, müsst ihr nicht so genau nehmen. Ja, Hauptsache einfach ein Pünktchen, ein Stückchen nach unten. Dreimal langsam durchbewegen, ja. Was auch ganz normal ist, dass hier eine Spannung auf eurer Halsvorderseite entsteht. Ja, das sind halt Muskeln, die sind das auch nicht mehr gewohnt, hier mal so richtig gestreckt zu werden, Sternocleidomastoideus etc. Auch okay, wenn ihr das merkt. Wenn ihr jetzt ein bisschen brachialer haben wollt, gerade für die Männer, die jetzt zuschauen, die eine sehr unbewegliche Brustwirbelsäule haben, da gehöre ich auch zu. Wenn ihr merkt, wie gesagt, ihr seid beweglich, dann könnt ihr es dabei wirklich auch belassen. Ja, dann nehmt ihr halt das Yoga-Rad. Bei dem Yoga-Rad hier, ja, habt ihr gerade gesehen, ich rolle die komplette Wirbelsäule bis zu meiner Halslordose lang, hier bis zu dieser Kuhle und umgreife dann das Yoga-Rad. Ja, und fixiere mich hier mit meinen Händen und dann, wie auf so einem Schreckrad, biege ich mich halt um das Rad herum. Aber atme dabei tief über die Brust ein und aus. Und da werdet ihr merken, da kriegt ihr natürlich eine wesentlich höhere Muskelspannung hin und werdet sozusagen wesentlich brachialer mobilisiert. Und ja, das ist es eigentlich auch schon. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Eure Fragen in die Kommentare und wir sehen uns im dritten Teil dieser Reihe wieder. Bis dahin, ciao.